diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Erwartungen zurückschlappst und sagst dann Gott, glaub ich nicht. Sag ich dir Gott, glaub an dich und er tut auch heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tut er heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Perspektive Ewigkeit, denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tut der Herr heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Perspektive Ewigkeit, denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tut der Herr heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tut der Herr heute noch Wunder, Stunde. Ja, wir dürfen euch heute ganz herzlich zu dem Krafttag begrüßen, der das Thema Abschalten hat. Wir freuen uns sehr, dass so viele gekommen sind und dass jetzt, es ist ja mittlerweile die dritte veränderte Location in Folge. Zuerst waren wir nur online zu sehen, dann oben eher auf der Wiese und heute in der Turnhalle. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ein herzliches Hallo auch an Norbert Roth, der heute die Andacht für uns halten wird. Komm doch einfach mal nach vorne und erzähl uns ein bisschen was über dich. Sag mal, woher kommst du denn, wie alt bist du und was ist dein Lieblingsbibelspruch? Okay, es ist unvorbereitet. Also, erst einmal Servus, guten Abend. Ich bin Norbert Roth, ich komme aus München. Ich bin in München Pfarrer in der Innenstadt, St. Matthäus, also direkt am Senegator. Wie alt bin ich? Ich bin 29. Sage ich zu den Konfirmanden immer und die glauben es auch. Weil egal, ob 46 oder 29, alt ist alt. Und mein Lieblingsbibelvers ist tatsächlich mein Konfirmationsspruch. Und der steht im Philipperbrief und da heißt es: Ich bin gewiss, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch fertig machen. Bis an den Tag Jesu Christi.
Okay, dann haben wir noch eine weitere Frage. Wieso engagierst du dich in der Landessynode? Eigentlich die gleiche Antwort, warum ich da Pfarrer geworden bin. Also ich bin vom ersten Beruf Kaminkehrer und komme aus dem Wirtshaus und bin evangelisch aufgewachsen und habe meine Kirche immer so ein bisschen grenzwertig erlebt und habe gesagt, naja, wenn ich dann konfirmiert bin, ich habe mit 16 dann nochmal einen Glaubenskurs gemacht und das vertieft und dann war irgendwie klar, ich muss raus aus dem Laden. Aber irgendwie durfte ich nicht gehen und habe gemerkt, entweder ich trete aus oder ich gehe ganz rein und dann bin ich Pfarrer geworden. Und das Gleiche ist mit der Synode. Also als Kirchenleitung, wir entscheiden da wichtige Sachen. Der Emil, wir haben jetzt 6 Jahre miteinander die Synodenbank gedrückt. Auch da ist es so, es ist leicht, sich zu beschweren und zu sagen, ich würde es gerne anders machen. Deswegen reingehen, sich engagieren und mitarbeiten. Jetzt stell dir mal vor, du wärst auf einer verlassenen Insel. Was wären denn die 3 Dinge, die du unbedingt mitnehmen würdest? Ein Hubschrauber, dass ich wegkomme. Ich bin kein Eremit, das wäre für mich, glaube ich, wirklich schlimm. Ich bin ein Großstadtmensch. Es gäbe ein Buch tatsächlich, was ich mitnehmen würde, aber das ist geklaut. Das ist jetzt nicht original Norbert, das habe ich geklaut. Und die Frage hat Papst Benedikt einmal gekriegt, was würde er auf die einsame Insel für Buch mitnehmen? Dann hat er gesagt, von Augustinus die Bekenntnisse. Dann hat er gesagt, ach, da habe ich nachgeguckt, habe mir das Buch besorgt, habe es gelesen und gesagt, ja, das würde ich genauso machen. Ihr könnt bei dem Buch nur so viel lesen und es reicht für 3 Wochen. Das ist so dicht, das ist so tief, dass es wahrscheinlich für viele Jahre einsame Insel reicht. Also ein Hubschrauber, die Bekenntnisse von Augustinus und ein Kasten Gambert oder 2. Okay, alles klar dann. Vielen Dank und wir freuen uns dann schon auf die Andacht. Und dann möchten wir jetzt zusammen diesen Lobpreisabend im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes beginnen. Amen. Und wir starten jetzt mit 1000 Gründe und dann kommt noch der Einzige. Thank you.
vor deinem Thron. Staunend singe ich zu dir, du bist heilig, deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und sieht, du bist heilig, deine Schönheit wird nie vergehen. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Sonntag heute. Danke, dass wir zusammen diesen Lobpreisgottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir immer zu dir kommen dürfen und ein offenes Ohr bei dir finden. Für dich ist nichts unmöglich. In deiner Nähe kommen wir an. In deiner Nähe dürfen wir einfach sein. Sein, so wie wir sind. Du schenkst uns Kraft und Frieden. Du bist Quelle. Wir schauen auf dich und heben unseren Blick zu dir. Wir preisen dich und ehren dich. Amen. Alle Augen auf dich. Dein Blick durchbricht den Alltagsgang.
Blick in dein Gesicht, in deinem Licht erkenne ich die Spuren, die du durch mein Leben ziehst. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, wir geben unseren Weg. Ja, das nächste Lied handelt von einem wunderbaren Gott. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist mein Hirte und mein Tröster. Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiler, mein Erlöser. Wunderbarer Gott. Du bist mein Kreuz, hast du gezeigt. Du bist so meister, bereit, hast mich aus Feindeshand befreit.
Ich bete noch kurz mit uns. Heiliger Geist, schließt du uns das Wort auf. Führ uns ins Geheimnis Jesu. Stell du in uns neu vor, dass er lebendig wird in uns und wir durch ihn Lebendigkeit erfahren. So bitte ich dich, Geist Gottes, segne mein Reden und unser aller Hören. Amen. Ich habe mit der Sarah ab und zu hin und her gemailt und sie hat mir als Thema aufs Herz gelegt, abschalten. Jetzt habe ich überlegt, das könnte ich natürlich machen, wie wir es alle, wie ihr hier sitzt, ich ja auch, gewöhnt sind, dass ich euch von hier vorne 7 Tipps kurz und knackig gebe, wie ihr abschaltet. Das wäre ganz easy, euch so kurze Liste zu geben und zu sagen, so kommt ihr am besten ins Gebet oder so kommt ihr am besten im Herzen oder im Geist zur Ruhe oder die und die Punkte, wenn ihr beachtet, wird die Seele langsam ruhig. Mache ich nicht. Habe ich keine Lust drauf. Ich habe keine Lust mehr auf Imperative. Ich habe keine Lust mehr drauf, dass alle Welt uns ständig belehrt, was wir zu tun und zu lassen haben, was gut für uns ist oder schlecht. Und leider ist es fast ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack in unsere Kirche eingedrungen, dass es auch heißt, zack, 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 wenn du das magst, Strich drunter, Summe ist im Plus. Ich will euch lieber mit auf eine Reise nehmen und vielleicht könnt ihr euch darauf einlassen, dass ihr bei dem, was ich erzähle, das ein oder andere Bild mitnehmt und euch das hilft, bei euch einmal nachzugucken, wie finde ich denn in die Ruhe? Wie schaffe ich es, dass Jesus mir begegnet in meinem alltäglichen Kram? Umgekehrt, wie schafft es denn er, dass er mir begegnet in meinem alltäglichen Kram? Ich nehme euch mit nach Jerusalem. Wer war denn schon mal dort? Wer war schon mal im Heiligen Land? Ein Großteil. Wer es noch nicht war, dem empfehle ich es dringend, hinzufahren, wenn es denn wieder geht. Und im Heiligen Land ist natürlich der Hotspot, wo man unbedingt hin muss, Jerusalem. Auf 800 Meter Höhe. Und einer der Orte, wo man hin muss, ist natürlich die Grabeskirche. Aber ich warne euch, geht bloß nie tagsüber dahin. Nicht zwischen früh um 9 und abends um oder 4, 5 nachmittags, bloß nicht. Als ich das erste Mal in Jerusalem war, war ich mit meinen Eltern dort und mein Vater und meine Mutter sehr eng an mir, weil ihr Englisch ist jetzt nicht so ganz ausgeprägt. Mein Vater ist Braumeister, meine Mutter ist Hotelfachfrau und mein Englisch ist auch nicht so geil. Als Kaminkehrer lernt man das nicht. Ich kann eher die alten Sprachen besser durchs Studium als das Englisch, aber es ging irgendwie. Aber Mama wollte unbedingt in die Grabeskirche natürlich. Sind wir hinmarschiert, mittags um 1. Da will man nicht hin. Also da will man nicht rein. Weil das ist ein Jahrmarkt, wo man denkt, was, hier soll das passiert sein? Und ich nehme euch mal mit rein in diese Kirche, die ist nämlich ganz ungewöhnlich. Also stellt sie euch nicht so vor wie St. Ursula oder St. Johannes in Ansbach oder was ihr für Kirchen vor Augen habt, sondern sie ist so völlig anders. Man kommt durchs Hauptportal rein und nach links geht es so zweimal um die Ecke in eine riesengroße Rotunde, ein runder Raum und da ist nur eine kleine Kirche in die große Kirche reingebaut und das ist das Grab Jesu. Wenn man reinkommt, direkt ist der große Stein, da schmeißen Brüder und Schwestern aus der orthodoxen Kirche alles Mögliche drauf, Wäschekörbeweise. Es schaut immer so aus, als würden sie das frisch Gewaschene aus der Waschmaschine zusammenlegen, in die Grabeskirche gehen, das schnell auf diesen Stein kippen, zweimal rubbeln und dann wieder einpacken. Weil das für die Orthodoxen ganz wichtig ist, dass es sowas wie Berührungsreliquie ist. Die Klamotten werden auf diesem Stein gesegnet. Und das andere ist, wenn man rechts hoch geht, man denkt, da kommt nichts mehr. Da ist nämlich eine Wand mit einer ziemlich, ziemlich steilen Treppe und da oben ist dann Golgatha. Der ist so 5 Meter hoch, man sieht es von unten überhaupt nicht. Es ist ein ganz schräger Raum, ganz dunkel. Und wir sind dahin. Tausende von Menschen, laut wie im Münchner Hauptbahnhof. Und dann sind wir halt erst zum Grab, dann an diesen Stein und dann hoch nach Golgatha. Meine Mom war völlig geflasht, Flinte, Rotz und Wasser. Und mich hat es völlig eiskalt gelassen. Ich habe gesagt, was ist das hier? Ich will weg hier. Hier ist die Welt erlöst worden, das kann nicht sein.
Okay. 4 Wochen später war ich dienstlich in Israel. Da habe ich gesagt, ich gehe nicht in die Anastasis, erst abends, weil einer der Brüder sagte, geh mal abends hin, das ist gut. Habe mich dann getraut, habe meine Bibel mitgenommen, habe mich da oben bei Golgatha auf so einen kalten Stein gesetzt und ich war tatsächlich mit einem alten Mönch, einem orthodoxen Mönch, ganz allein. Kein Mensch. Hatte Zeit zu lesen. Bibelstelle, die ich gleich mit euch anschaue, aber vorher ist so einiges passiert. Ich sitze da, lese ein bisschen im Neuen Testament, merke, okay, doch, der Ort ist besonders. Der Ort ist richtig besonders. Man spürt, der ist durchbetet. Man spürt, der ist durchweint. Der ist aber auch durchfreut, der ist erlöst. Das ist ein ganz besonderer Ort. Und ich sitze da und lese und höre dann von der Treppe, die ist ja nicht so weit, so weit wie ihr von mir weg sitzt, so geht die Treppe hoch, höre Schritte, relativ schnell und sehr gewollt. Also ich wusste, da kommt jetzt jemand, der will was. Und guckt dann ein wenig nach links und dann kommt ein junger Kerl, Ende 20, 29, im Anzug, völlig schnieke, ja, die Haare noch hinten gegelt, das Tüchlein hier oben, das Handy noch im Anschlag und marschiert schnurstracks an mir vorbei zu dem Felsen, der da ist, wo das Kreuz gestanden haben soll. Kniet sich 3-mal hin, macht seine Kreuzzeichen, er war offensichtlich orthodox, redet kurz, verbeugt sich nochmal und geht wieder. Der Businessmann hatte einen Termin beim Chef. Cool. Seine Art, seine Liebe zu zeigen. Ich fand es eigentlich, er streichelt, hey, was macht der? Aber ich fand es eigentlich cool, das war er. So war der, glaube ich. Ich kannte ihn nicht, ich weiß nicht, wie der heißt, aber das passte. Der wusste genau, was er will, ist da hochmarschiert, schnurstracks dahin zu dem Ort und hat sein Hallo gesagt und vielleicht das dagelassen, was er als Bitte dabei hatte. Genauso schnell, wie er kam, war er auch wieder weg. Ich saß wieder ein bisschen, ich hörte wieder auf der Treppe was, war nicht mehr so. Gewusst, es war langsam, ganz langsam. Die Treppe ist wahnsinnig steil und die hat solche Stufen, also man braucht ein bisschen was. Und es dauert, ich höre, es tut sich was. Und da wurde ich schon wegen nervös, weil ich dachte, da braucht jemand Hilfe. Bin sitzen geblieben, plötzlich taucht ein altes Mütterchen auf. Ganz gebückt schleppt die sich diese Treppe hoch. Ich habe gesagt, Mutti, bist du wahnsinnig. Wenn die wegrutscht und da runterfällt, nee, schleppt sich hoch. Und in der Geschwindigkeit, wie sie die Treppe hochgeht, geht sie ganz langsam zu diesem Felsen. Sieht mich, grüßt mich ganz lieb, lächelt so ein bisschen, zuckt mit den Schultern, so quasi, ich kann nicht schneller. Und geht hin und betet und bleibt sitzen. Ich weiß nicht, wie lange sie saß, länger als ich auf jeden Fall, und bleibt sitzen. Ab und zu haben wir uns noch so angeschaut, angelächelt, und hatten einfach da gute Zeit. Es geht weiter. Ich höre wieder Schritte. Es sind mehrere Leute. Ich sehe, okay, das kommen 2, aber wieder ein wenig schneller. Doch wieder zurück, wieder hoch. Es kommt noch ein jüngerer Kerl, 21 höchstens, und steht auf der Treppe und guckt ab und zu runter, als würde er auf jemand warten. Er wartete auf jemand. Er war schneller. Und kurz nachdem er wieder runtergeschaut hat, kommt der nächste Kopf, den ich so sehe. Seine Braut, offensichtlich auch sehr jung, bildhübsch und sowas von schwanger. Mann war die schwanger. Also kurz vor der Niederkunft auf jeden Fall und schleppt sich diese Stufen hoch. Er, etwas peinlich berührt, sieht mich, auch wieder so, guckt so entschuldigend auf seine Braut und das war total toll. Sie hat mich überhaupt nicht wahrgenommen. Ich war völlig wurscht. Und neben dem Felsen, wo Golgatha ist, hängt ein großes Bild, eine alte Ikone. Da ist die Mater Dolorosa dargestellt, die Mutter der Schmerzen, Maria. In der Kunstgeschichte ein Bild, wo es ja heißt im Lukas-Evangelium, dir Mutter wird ein Schwert durchs Herz fahren. Kennt ihr die Stelle? Und es wird in der Kunstgeschichte oft dargestellt, Maria mit dem Schwert in der Brust. So in den katholischen Gegenden kennt man das. Und da hängt eine riesen Ikone neben dem Kreuz.
Und diese junge Mutter, diese werdende Mutter, diese Braut, geht nicht zum Kreuz, juckt sie auch nicht, geht schnurstracks zur Mutter, geht schnurstracks zu diesem Marienbild. Und die Mutter, werdende Mutter, geht zur Mutter und betet und geht dann noch zum Felsen. Und das war das Lustigste, da bin ich nach aufgestanden, habe geholfen, weil da ist ein kleiner Altar und man kann unter diesen Altar durchkriechen und kann dann durch eine Lücke in dem Glas auf den Felsen fassen. Jetzt war die ja so sehr schwanger, aber sie wollte unbedingt dahin fassen. Er hat geholfen, ich habe dann auch geholfen, weil die kam nicht mehr auf. Aber sie hat dahin fassen müssen. Und es war irgendwie so, ja, sie weiß, jetzt kommt die Stunde der Wehen und der Geburt, aber sie will nochmal dorthin. Es sind noch drei andere passiert, das erzähle ich jetzt nicht. Es sind nur so Bilder und ich lese und gucke und erlebe und irgendwann schreibe ich das auch nochmal auf, was an dem Nachmittag alles passiert ist, weil das irgendwie ganz großartig war. Der Geschäftsmann, die alte Frau, dieses junge Pärchen, kamen noch andere. Alle gehen dahin, abschalten. Sie unterbrechen ihren Alltag und gehen dorthin, wo sie wissen, dass sie Erlösung und Heil kriegen. Und ich lese und blätter so und bin bei meinen Gedanken noch bei diesen Bildern und komme ins Matthäusevangelium. Ich erzähle euch das, weil es tatsächlich an dem Tag passiert ist und mit dem zusammenpasst, was mein Auftrag heute für euch ist. Abschalten. Und im Matthäusevangelium hat ja Jesus eine ganze Reihe von Gleichnissen. Und ich stoße an diesem Nachmittag, als ich da in der Anastasis in Jerusalem sitze, auf ein Gleichnis, das ihr alle kennt. Das steht in Matthäus 13. Ein Himmelreichsgleichnis Jesu. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker verborgen ist. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine besonders wertvolle entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte sie. Das fiel mir in die Augen, während ich da in Jerusalem in der Grabeskirche sitze und denke mir, ja, schönes Gleichnis, schönes Bild. Und sehe den Mönch, der sein ganzes Leben Gott gibt, vermutlich hat er diesen Schatz gefunden, hat gesagt, ich verkaufe alles, was ich habe. Ich werde Mönch. Ich gebe alles her, meinen Besitz, meine Sexualität, meinen eigenen Willen, stelle mich unter den Gehorsam eines Abtes. Ich gebe alles her, weil ich den Schatz gefunden habe, Gott. Und in der Regel legen wir dieses Gleichnis ja so aus, oder? Wir hören dieses Gleichnis, wenn du so durch dein Leben gehst, über deinen Lebensacker läufst und die Erde durchpflügst und was pflanzen willst, Familie gründest, Häuschen baust, einen Job findest, Karriere machst. Irgendwann begegnet dir Gott und du spürst, das ist mehr. Das ist mehr als das, was ich bisher jemals begriffen und erlebt habe. Das will ich. Und du gibst alles her, um ihn zu haben. Ich finde es, wenn man es so auslegt, wahnsinnig anspruchsvoll. Das würde ja heißen, dass wir alle ins Kloster müssten oder Pfarrerinnen werden müssten. Oder was müssen wir denn machen, um dieses Gleichnis zu erfüllen? Im Himmelreich ist es wie mit einem, der einen Schatz findet, ihn wieder vergräbt, alles verkauft, um den zu besitzen. Und dann saß ich in meiner Anastasis an der Grabeskirche und war wieder bei meinen Checklisten. Okay, lieber Gott, was muss ich alles tun, zack, 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 um abzuschalten, um dir zu gefallen, um dir näher zu kommen? Was muss ich, jetzt bin ich schon nach Jerusalem gefahren, um dir nahe zu sein. Was muss ich denn machen? Und die Stelle hat mir mehr Angst gemacht, als dass mich tröstet. Dann habe ich es nochmal gelesen und nochmal gelesen, bis mir eins auffiel, das so banal ist, dass ich schon 100.000 Mal drüber gelesen habe. Denn entweder hat Jesus zu dementen Leuten gesprochen oder hat er seine Jünger für so bescheuert gehalten, dass sie es aufs erste Mal nicht kapieren. Denn warum erzählt Jesus das gleiche Gleichnis zweimal? Einmal der Bauer über den Acker, dann der Perlenkäufer, der die wertvolle Perle entdeckt. Warum erzählt er das gleiche Bild zweimal nacheinander? Das macht er doch nicht unabsichtlich.
Und wenn ich so in der Anastasie sitze, in der Grabeskirche, dämmerte mir. Da habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich ist der Schuh andersrum anzuziehen. Der Bauer, der über diesen Acker geht, bin nicht ich. Der Schatz, der da in der Erde verborgen ist, das ist nicht Gott. Der Bauer, der da über diesen Acker geht, das ist Jesus. Und der da vergraben ist, im Dreck, in der Sterblichkeit, in meinem Grab irgendwann, das bin ich. Und er entdeckt mich. Und der geht und verkauft alles, was er hat. Und er hatte nicht mehr als sein Leben. Er verkauft alles, was er hat, um mich und dich und dich und dich aus diesem Loch auszubuddeln. Aus unserer Sterblichkeit, aus unserem Grab, aus unserem Tod, aus unserem Dreck. Hört es nicht so negativ. Versteht ihr, was ich meine? Er ist der, der uns sucht. Wir sind der Schatz, der gefunden und geborgen wird. Und die Antwort auf das ist tatsächlich das mit der Perle, dass wir ihm entdecken und dann auch den Schritt gehen können, nicht ins Kloster, nicht ins Predigerseminar, sondern bereit sind, Dinge loszulassen, freizugeben für ihn und um seinen Willen. Warum? Weil er uns zuerst ausgebuddelt hat. Und das wurde mir da in der Grabeskirche bewusst. Er sagt, ja Jesus, andersrum wird ein Schuh draus. Vielen Dank dafür. Wir sind dein Schatz. Ich bin dein Schatz. Ihr seid sein Schatz. Ausgegraben, erlöst und befreit. Und wenn man sich das immer wieder mal vor Augen führt, dann werden diese Checklisten völlig irrelevant. Weil in dem Moment, wo ich das weiß und höre, welchen Wert ich in den Augen Gottes habe, welchen Wert du in den Augen Gottes hast, dann kommt das Herz zur Ruhe, die Seele wird ruhig, ich kann den Blick heben, so wie wir es vorhin gesungen haben. Ich bin befreit, weil ich nicht ständig mir meinen Wert selber verschaffen muss. Und weil ich nicht ständig bei Gott anbetteln und ankratzen muss, ist er wegen nett zu mir, ich brauche Streicheleinheiten, lieber Gott, sondern ich bin ausgegraben. Ich bin sein Schatz und bin schon längst ausgegraben. Und diesen Weg zu gehen, das hilft, den Weg des Abschaltens zu gehen, weil ich all die Dinge, die ich ständig mache, um mir wichtig vorzukommen oder was zu gelten, nicht mehr brauche. Und ich glaube, das haben diese Menschen, von denen ich gerade erzählt habe in der Anastasis, erlebt. Ich bin so wertvoll, dass ich da hingehen kann als Geschäftsmann, als alte Frau oder als frisch verliebtes, elternwerdendes Pärchen. Da bin ich aufgehoben und daheim. Das wollte ich euch heute Abend mitgeben und sage hier Amen. Thank you.
Wir wollen beten. Lieber Vater, du willst das Glück der Menschen. Unser Leben soll ein Leben in Freude sein. Arbeit gehört dazu, aber auch Erholung und freie Zeit. Sorge gehört dazu, aber auch Entspannung und Stille. Zeige uns einen Weg, um Ruhe zu finden. Für alle Menschen, die von Termin zu Termin eilen und keine Zeit haben, schenk ihnen Zeit des Aufatmens und der Ruhe. Für alle Menschen, die nicht gut schlafen, weil sie täglich Stress haben, schenk ihnen Orte, wo sie zur Ruhe kommen. In all der Hektik und im Trubel vergessen wir oft, was wichtig ist. Anstatt uns Zeit für dich zu nehmen, um dir nahe zu sein, hetzen wir von einem Freizeittermin zum anderen. Herr, wir bitten dich, lehre uns die Fähigkeit, einfach mal abzuschalten, um unsere Aufmerksamkeit wieder mehr auf dich zu lenken. Von überall hören wir Nachrichten, dass die Infektionszahlen wieder ansteigen und dass immer mehr Regionen und Länder zum Risikogebiet erklärt werden. Die Angst vor einer Infektionswelle wächst. Herr, bitte lass es nicht dazu kommen. Wir beten darum, dass die Menschen die bestehenden Hygieneregeln beachten und einhalten, dass der Virus dadurch gestoppt werden kann. Gib den Uneinsichtigen Einsicht und den Ängstlichen Hoffnung. Lass deinen Heiligen Geist auch in der Medizin wirken. Gnädiger Gott, wir denken an die Menschen in Beirut und im ganzen Libanon, die durch die Explosionskatastrophe im letzten Monat einen geliebten Menschen verloren haben, deren Zuhause zerstört wurde und die an den Folgen leiden. Schenke du inmitten all der Zerstörung Zuversicht. Zuversicht auf dich, Zuversicht auf Hilfe. Schenke du Trost und segne all die Menschen. Sei auch bei all den freiwilligen Helfern. Wir bitten dich für den kommenden Monat September. Lass ihn einen Monat ohne viel Hektik und Stress werden. Schenke uns Momente der Besinnung und Ruhe. Lass uns lernen, öfters abzuschalten vom anstrengenden Alltag.
Schenke deinen Heiligen Geist. Amen. Gemeinsam singen wir jetzt das Vaterunser. Wir haben jetzt noch ein paar Infos für euch. Die Spenden im Juli waren für den Corona-Hilfsfonds Mission Eine Welt und es waren 383 Euro. Danke dafür. Genau, die Kollekte heute, da möchten wir sammeln für die Opfer der Explosionskatastrophe in Beirut. Der nächste Termin für den Kraftakt ist der 27.09., wie immer um 18.30 Uhr. Es wird in der Kirche stattfinden und ins Gemeindehaus übertragen werden. Zu Gast ist der Pfarrer Bernhard Winkler aus Burg Tann zum Thema Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Genau, dann wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass der Krafttag-Livestream aus dem Juni immer noch online ist. Also wer den noch nicht gesehen hat oder ihn nochmal anschauen möchte, kann das gerne tun. Und mittlerweile haben wir sogar über 500 Aufrufe. Nächsten Sonntag ist Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation. Allerdings beginnt er schon um 9.30 Uhr und nicht um 10 Uhr, so wie es im Gemeindebrief steht. Genau, dann haben wir noch
ja, eine Einladung aus der Nachbargemeinde. Und zwar ist es so, dass das Pfarrfest in St. Raphael am 5.9. stattfindet, aber wegen der aktuellen Situation eben etwas anders. Das traditionelle Bratwurstessen findet jetzt to go statt. Also man kann vorbeikommen zwischen 17 und 20 Uhr. Der Gewinn ist für die Renovierung von der Pfarrkirche dann gedacht. Außerdem sind wir jetzt auch bei Instagram unter kraft-t-akt. Und ihr könnt auch auf unserer Internetseite vorbeischauen unter www.dentlein-evangelisch.de/kraftakt. So, dann haben wir noch Folgendes. Genau, die Giveaways, die liegen am Ausgang für euch bereit, wenn ihr rausgeht. Da ist dann auch das Kollektenkörbchen. Da noch einen Hinweis am Schluss jetzt fast. Wir bitten darum, dass dann die Turnhalle im Anschluss direkt verlassen wird, mit Mundschutz natürlich. Es sollen die hinteren Reihen anfangen und dann eben nach und nach dann. Also die erste Reihe muss etwas warten. Genau. Und zum Schluss noch ein Dank an alle Helfer, an die Elektronik und an das Sicherheitsteam. Genau, wir würden dann den Norbert noch für den Segen noch mal nach vorne bitten. Im Anschluss singen wir dann noch das nächste Lied, das ist dann das Abschlusslied. Der Herr segne dich kommt dann noch. Und ja, wir möchten euch dann einfach noch einen schönen Abend wünschen. Wenn ihr mögt, für den Segen steht doch bitte auf. Macht gern die Augen zu, legt die Hand auf euer Herz und empfangt Gottes Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Segen. So segne dich und die Menschen, die du liebst, unser guter Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So, jetzt kommt unser Segenslied und dann haben wir nochmal einen kleinen Rausschmeißer für euch und dann dürft ihr gehen. Gell? Also noch zwei Lieder haben wir für euch. Yeah.
Vertrauen darfst du wissen, du bist nicht allein. Denn Gott hat dir versprochen, er wird bei dir sein, der dich trägt und mit Frieden füllt. Und der all deinen Kummer stillt, der besegne dich und der behüte dich. Gottes Friede leuchte über dir. Wenn es dunkel wird, sei er ein Licht für dich, der ebnet deine Wege unter Kommen Sie beschwingt und gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Alles Gute und Gottes Segen.